Halli, hallo. Also, heute kommt ein Video, da zeige ich euch, wie ich den Ventilblock vom Kompressor von meiner Luftfederung tausche. Die Leitungen, die zwei habe ich schon weggemacht, das Teil habe ich hier auch schon weggeschraubt. Jetzt muss ich etwas noch dahinter die Leitung wegmachen. Das Problem ist, dass das eigentlich gar keine Verbindung ist, wo man losschrauben kann. Man muss mehr oder weniger den Anschluss hier kaputt machen und dann mit Gewalt rausziehen. So. Und dann gucken wir uns mal die Fläche an, ob die hier noch so ist, dass man sagen kann, das ist alles dicht. Aber ich würde sagen, ja, sieht gut aus. So, den neuen Block nehmen wir. Jetzt hier den Luftschlauch einfach reindrücken. Bis es nicht mehr weitergeht. Und dann ziehe und dann verankert sich der da drin automatisch. So. Dann kann man eigentlich das Teil auch gleich wieder hinschrauben. Jetzt muss ich bloß selber gucken, wie es eigentlich hingeschraubt war. So. Jetzt muss ich bloß den Schlauch wieder ein bisschen zurückziehen. So kommt es daher. Oh. War befestigt mit den zwei Schrauben. So, ich muss noch ein bisschen umlegen, dass ich von der anderen Seite unter das Auto gucken kann. Ja, da haben eine andere Schraube rein, wie vorher drin war. Man könnte es gerade mal, ne? Die gehen zu nahe. Das Problem ist halt, die ersten zwei Gewindegänge gehen extrem schwer rein. Oh, muss jetzt die Schraube hinflogen. Ja. So, dann sollte das Ganze zumindest mal grob ansetzen können. So.
die zweite Schraube. Das Problem ist, man kommt da richtig, richtig beschissen hin. Dass ich das jetzt nämlich hier mit der Ratsche festziehen muss, weil die zur Seite keinen Platz haben. Und mit der Ratsche hat man halt das Problem, ich kann Schraube drehen, man hat können von hinten relativ wenig bis gar keinen Druck aufbauen, was man halt bei Kreuzschlitz braucht. So. Aber wo ein Wille. So. So. Dann mal wieder umdrehen und die andere Seite reinkommen. So, und jetzt das Neue, das habe ich so gemacht, dass da schon die Verschraubung, was sie hier rausgeschraubt haben, hier und hier, dass die hier auf jeden Fall schon drin ist, dass sie eigentlich nur die Schleiche reindrücken muss. Und da muss man jetzt darauf achten, dass man Rot und Blau nicht vertauscht. So, jetzt hier oben ist ja keine rote Markierung, aber die Farbe Rot ist auf jeden Fall oben, Blau ist unter. Rot ist links, Blau ist rechts. Das sollte man auf gar keinen Fall vertauschen. So, jetzt mit der Zange einfach ein bisschen leicht nachschieben. Aber nicht groß. Die Leitung groß verdrücken. Ich kann die da an der Stelle einfach mal kaputt gehen. So, Einstecker und hoffe, dass sich das Auto jetzt wieder hochpumpt. So, dann hole ich mal mein ganzes Werkzeug wieder unter dem Auto hervor. Dann starten wir mal den Motor. Den Klotz etwas runter gemacht, dass das Auto nicht komplett absackt und die dann nachher mit dem Waagehebel nicht runterkommen.
So, jetzt hat die Kamera gerade abgeschaltet, weil die Überhitzung. Der Motor läuft auf jeden Fall noch. Kommen wir nochmal aufs Stirnband. Jetzt lasse ich das Auto vorsichtig runter. Aber auf jeden Fall nicht ganz runter. Mal gucken, wo ist der Radkasten. Ziemlich tief. Jetzt sollte eigentlich der Kompressor anspringen. Und Druck aufbauen. Tut aber nicht. Warum nicht? Eigentlich so weit unter, dass ihr jetzt normalerweise Druck aufbauen müsst. Das ist hoffentlich der Kompressor kaputt gegangen. So, hier drinnen muss auf jeden Fall irgendwo eine Sicherung sein. Welche, das man normalerweise rausnimmt. Da ist bei mir 35 Ampere Sicherung drin, da gehört eigentlich ein 40er rein. Die ziehe ich jetzt mal schnell und guck mal, ob die noch intakt ist. Ja, die ist definitiv noch intakt. Sicherung ist nicht das Problem. Ja, komm. Die war es nicht so drin. Dass ich den noch nicht krieg. So. So, jetzt weiß ich auch halt, warum der das Auto jetzt nicht hochpumpen will. Ja, muss jetzt mal gucken, was jetzt da die Ursache ist. Mal wieder. So, also Ursache weiß ich jetzt nicht. Auto ist jetzt auf jeden Fall ober. Hier wieder ausreichend Luft. Auf beide Seiten. Der Waageheber. Der Waageheber hier unten ist jetzt auch in der Luft. Dann habe ich das Auto habe ich in der Mitte angehoben. Aber ja, nicht hochgehoben, sondern halt so weit hoch, dass die Federn entlastet waren. Jetzt sieht es so aus, wie wenn wieder alles in Ordnung ist. Also kann es auch sein, dass wenn so ein Auto absäuft, dass man meint, der Luftfederbalg hier ist kaputt. Und in Wirklichkeit ist dann nur dieses Magnetventil kaputt. Das habe ich festgestellt, indem dass ich einfach so etwas einbaut, links und rechts. Ich habe das vertauscht, weil die linke Seite war ja kaputt, ist nicht hochgegangen. Nachdem ich es vertauscht habe, war plötzlich die rechte Seite kaputt. Dann habe ich ja gewusst, okay, das kann nicht sein. Dann muss dieses Ventil sein, weil
Druck kommt von hinten rein, der pumpt eine Seite hoch, aber eine Seite hier funktioniert nicht mehr. So, somit hat jetzt die Reparatur doch mehr kostet. Das Teil hat jetzt nochmal 30 Euro kostet. Der Luftfilterbalg 38 Euro. 3 Tage kein AutoCAD, das ist der Nachteil jetzt. Aber hätte es in die Werkstatt gebracht, dann hätte ich genau das gleiche Problem gehabt. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Mein Auto ist wieder einsatzbereit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.